Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem Video. Es ist das vierte in einer Reihe. Blue Pages sucht Partner. Und da geht es in diesem Video um die Öffentlichkeitsarbeit. Da stelle ich mir also Kooperationsmarketing vor. Kleiner Einstieg, Creative Commons. Das ist die Basis, auf der das Ganze hier basiert. Und da gibt es jetzt den Versuch mit Crowdfunding, ein Buch zu veröffentlichen. Einige Ideen nehme ich hier mit dem Beitrag ja schon vorweg. A Book on Open Business Models. Über die Hälfte der Finanzierung ist ja schon gesichert. Man hat nur 18 Tage Zeit. Auf dem nächsten Bild, da sehen wir hier noch ein bisschen mehr Informationen. Ich habe meine Visa-Karte auch gezückt, um mich etwas daran zu beteiligen, weil ich bin da sehr dran interessiert. Aber ich sagte Ihnen ja schon, dass meine Idee hier durchaus in dieses Konzept reinpasst. Nur sie ist eben nicht in Englisch veröffentlicht, sondern sie ist vorab schon in Deutsch zu hören. Die Ziele, die ich mit diesen Videos verfolge, will ich hier kurz nochmal zusammenfassen. Das erste Video, das ist eine Kurzform, da werden alle vier Abschnitte beschrieben oder alle folgenden Abschnitte beschrieben. Das Video 2, da geht es um die Partizipation und da ist es natürlich wichtig, dass die Leute, die veröffentlichen wollen, die am Internet teilhaben wollen, dass die natürlich über Urheberrechte Bescheid wissen, sonst kann man nämlich nicht partizipieren, man begibt sich nur in Gefahr. Das dritte Video, Medienkompetenz vermitteln, da geht es darum, was muss man dabei besonders beachten, wenn man da publiziert und vor allen Dingen, welche Kompetenzen, welche Software muss man da einsetzen können? In diesem Video, hier fettgedruckt, da geht es darum, wie kann man mit diesen Ideen, die ich hier habe, die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Kooperationsmarketing habe ich genannt. Und das soll dann also auch hier beschrieben werden, was ich mir da vorstelle. Die Zielgruppe sind unter anderem die Marketingagenturen oder die Werbeagenturen. Und da habe ich eben diesen Begriff Kooperationsmarketing auch von einem der Geschäftsführer eines dieser führenden Unternehmen, da habe ich das entlehnt. Der wird, wenn er diesen Beitrag hört, sicherlich wissen, was Linkaufbau für die Unternehmen heißt. Wer gute Links aufgebaut hat, der wird bei den Suchmaschinen ganz weit oben gefunden. Da ist ja Wikipedia in der Regel schon an erster Stelle gebucht, weil da hat man automatisch den Linkaufbau, weil viele Unterrichtswerke verweisen auf die Wikipedia und das führt natürlich dazu, dass die so weit oben stehen. Also da ist der Linkaufbau schon fast optimal. Sowas wünscht man sich für die Firmen auch. Je mehr Links sie von Seiten haben, die hochrelevant sind, je besser werden sie natürlich dann auch da im Internet gefunden, weil sie oben stehen. Jetzt kommt der Hintergrund dazu. Die offenen Bildungsmaterialien, die für den Linkaufbau genutzt werden sollen, die sind für die Nutzer kostenlos. Man nutzt die Wikipedia, man bezahlt nichts dafür und so soll das natürlich auch mit anderen Bildungsmaterialien sein, die also viel mehr leisten als nur eben ein Werk, was im weitesten Sinne ein Lexikon ist. Aber solche guten OER kann man nicht zum Nulltarif produzieren. Das kostet genauso viel Geld wie früher, wo das also von Verlagen gemacht wurde und auf Papier gedruckt. Die Erstellung, das, was die Autoren leisten müssen, das ist also genauso aufwendig. Das muss auch lektoriert werden. Den Autoren stehen Honorare zu und die Sponsoren sollten wissen, wofür sie das zahlen. Der Autor, der sichert nämlich in dem Vertrag dem Sponsor zu, dass er auf alle seine Rechte, abgesehen vom Urheberrecht, das kann er gar nicht abtreten, verzichtet. Die Rechte zur Veröffentlichung, die wandern zum Sponsor und der hat dann die Möglichkeit, die entsprechenden Creative Commons Lizenzen entsprechend zu formulieren, einschließlich der Verlinkung mit der von ihm gewünschten Webseite. Das will ich hier kurz zeigen. Sie haben es ja im zweiten Video weitgehend schon gesehen. Da hatte ich ja diesen Lizenzgenerator aufgezeigt, wie der funktioniert, hatte auch ein Beispiel mal umgesetzt. Und da kann man dann an dieser Stelle sehen, wie das hinterher aussieht am
Ende oder am Anfang eines Bildungsmaterials, je nachdem, wo man dann diese Lizenzgewährung dann darstellen möchte. Da wird der Titel angegeben und da der Rechteinhaber, in diesem Fall bin ich das, aber das könnte auch jemand anderes sein. Und wenn man darauf klickt, dann kann man also auch sofort zur Webseite des Sponsors geführt werden, weil der ja eben dieses Material finanziert hat. Was es damit auf sich hat, kann man ja noch lesen. Man kann ja noch weitere Dinge, wenn sich das auf irgendwelche Materialien bezieht, die man auch erwähnen sollte, wie das ja auch früher im Literaturverzeichnis üblich ist, dann kann man das hier schreiben und man kann hier auch über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse benennen. Das heißt, da kann man natürlich auch wieder Link unterbringen, der geeignet ist, dass der Sponsor davon natürlich Nutzen hat. So, das habe ich also jetzt noch mal wiederholt. Details können Sie sich in dem zweiten Video mit der Partizipation anschauen. Jetzt kommen wir noch mal auf den Begriff Kooperationsmarketing zu sprechen. Die spezifische Kompetenz der einzelnen Beteiligten, die wird zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit gebündelt. So steht es ja oben drüber. Jetzt habe ich hier sechs Bausteine markiert. In der Mitte oben steht der Autor, der das OER bereitstellt. Der allein kann aber nichts bewirken, weil wie will er an die Sponsoren kommen? Weil das ist also für ihn nicht so einfach. Aber es gibt zum Beispiel seriöse Werbeagenturen, die sich Gedanken machen, wie kann die Webseite des Kunden etwas mehr Relevanz bekommen? Wie kann man da sogenannte Backlinks erzeugen, die seriös sind und langlebig? Und da wäre diese Werbeagentur natürlich schon ein idealer Partner zur Kooperation. Die Kunden, die erwerben alle Rechte. Das geht wahrscheinlich dann über die zwischengeschaltete Werbeagentur. Oder die Kunden können auch schon sagen, welche OER-Themen aus ihrer Sicht gewünscht sind. Und wenn das gut honoriert ist, dann werden sich sicherlich auch hochqualifizierte Autoren dafür finden, die dann das auch zusammenstellen, das Material, was natürlich dann kein reines Produktplacement sein sollte. Wie kann man sich das vorstellen? Stellen wir uns vor, ich wäre ein Automobilbauer, irgendein namhafter Hersteller, mit oder ohne Stern. Und ich will demnächst ein Brennstoffzellenauto herausbringen. Und da ist natürlich ideal, um die Öffentlichkeit vorzubereiten oder die potenziellen Kunden darauf vorzubereiten, wenn ich da Materialien bereitstelle, was sich also mit Brennstoffzellentechnik und den ganzen Grundlagen dazu beschäftigt, weil dann ist die Aufmerksamkeit für diese Technologie natürlich gesteigert und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gute Verkaufsergebnisse erziele, ist auch wesentlich höher. Und so könnte man also dann jemanden beauftragen, dieses Material zu erstellen. Ich erwerbe die Rechte und dann werde ich auch als Sponsor genannt und kann natürlich dann auch mein eigenes Material entsprechend in den Vordergrund stellen, wenn da jemand auf diesen Link klickt. Jetzt sind hier noch zwei weitere Beteiligte am rechten Rand dargestellt. Der private Rundfunk, den kann man sich natürlich auch als Vermittler vorstellen, zumindest was die Informationen betrifft. Die Rundfunkanstalten, die privaten, brauchen immer wieder interessante Themen. Ich habe ja gesagt, dass mein Unternehmen bei den Bildungsmaterialien einen Schwerpunkt bei Assessments hat, also bei Selbsttests oder bei Tests, bei Dingen, die also im weitesten Sinne etwas komplizierter sind als das, was man vom Quizduell kennt, automatische Tests. Und da könnte man natürlich auch darüber berichten, so wie das Quizduell ja auch zur Folge hatte, dass da im Fernsehen Sendungen gibt. Oder eben auch über den Stoff, der da interessant als offenes Bildungsmaterial bereitgestellt wird. Und das muss ja nicht nur für Schulen und Studenten sein. Unser Unternehmen hat also jetzt zwei Bildungseinheiten in Arbeit. Da geht es um Altbausanierung und um die Aufarbeitung von Familienchronik. Das können Sie also sehen, wenn Sie mal im Internet Absen Chronik oder Absen Haus eingeben. Wird hier mal eingeblendet. Und dann findet man natürlich da entsprechendes Material. Und in diesem Sinne könnte man natürlich dann auch sein Material für Leute vorbereiten und bereitstellen, die lebenslang lernen wollen.
Damit diese Kompetenzen bei den Menschen gefördert werden, da gibt es die Möglichkeit, mit den Landesmedienanstalten Kontakte aufzunehmen. Das betrifft besonders Pädagogen, Erzieher im Kindergarten vielleicht schon oder auch Lehrer oder Professoren, die sehen, dass sie diese Medienkompetenz noch ausbauen müssen. Und da werden solche Veranstaltungen, wo diese Einrichtung, diese Organisation Know-how einkaufen, zum Beispiel von meinem Unternehmen oder von mir, wenn ich da als Referent tätig werde, die werden mit 50% gefördert und die anderen 50% müssen sie selbst aufbringen oder Sponsoren müssen sie dafür beschaffen. Das ist, was ich hier jetzt dargestellt habe, wie ich mir das vorstellen kann. Es gibt also sehr viele Beteiligte, jeder für sich allein kann da wenig bewirken und der Sinn einer Kooperation ist ja, dass man sich gegenseitig weiterhilft. Sollten Sie daran Interesse haben, mit mir Kontakt aufzunehmen, weil Sie sehen, das, was der erzählt hat, das könnte für mich oder mein Unternehmen oder für unsere Organisation von Interesse sein, dann senden Sie mir einfach eine Mail mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse habe ich ja dann sowieso und dann können wir im Detail darüber sprechen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.